Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution 2. Und wir schauen uns heute eine ganz besondere Mod für das Spiel an, die neu rausgekommen ist. Nämlich ist das die Expanded Parks Mod bzw. Expanded Islands Mod. Und diese sorgt dafür, dass im Sandkastenmodus die Baubegrenzungen aufgehoben werden bzw. sehr viel mehr erweitert werden. Das heißt, man kann auf den Karten, die ja teilweise echt zu klein sind, dann viel mehr Gelände verändern und bebauen. Das ist natürlich eine mega bahnbrechende Mod für unsere ganzen nächsten Parkbauprojekte. Da freue ich mich mega drüber, dass die rausgekommen ist. Gab es ja auch schon in JWE1 und dort haben wir sie eigentlich durchgehend verwendet. Und ja, ich bin froh, dass sie endlich raus ist, die Mod. Und wir schauen die uns jetzt mal gemeinsam an und nehmen da einfach mal eine Sandkastenkarte. Ja, Südwestamerika ist eigentlich cool, die hat sehr viele Baubegrenzungen. Und da kann man jetzt bei Benutzer definiert, genau, die muss man durchschalten. Dort kann man beim Terrain jetzt Expanded auswählen und dann sollte die Baubegrenzung viel, viel besser sein. Da bin ich gleich mal gespannt. Wirklich eine wunderschöne Karte. Und normalerweise ist es bei diesen ganzen kleinen Felsen, die ihr da seht und Bergen, ist ja überall Baubegrenzung. Und die ist jetzt hoffentlich nicht mehr vorhanden. Das wäre cool. Da bin ich mal gespannt. Schnappen uns einfach mal direkt einen Zaun. Und dann gucken wir mal. Es ist halt mega. Kann hier überall bauen. Oh mein Gott. Bis auf den Berg da oben. Könnte ich jetzt hier auch das Terrain anpassen? Ich finde das auch cool, dass man das auswählen kann, wenn man die Karte startet. Oh, ich kann hier komplett die Dinger wegmachen. Oh mein Gott. Ist ja übel gut. Hier könnte ich bestimmt auch die Berge abreißen, komplett, wenn ich mir Mühe gebe. Ah, okay, aber hier ist dann trotzdem noch eine Baubegrenzung, weil irgendwo muss ja Ende sein. Aber das ist schon krass, ne? Man könnte dann hier oben drauf noch was bauen, wenn man wollen würde. Wie so eine Helikopterstation oder so, die alles überwacht. Mega gut. Und normalerweise ist es zum Beispiel auch so, dass man hier nicht bauen konnte, das weiß ich noch. Also hier ist dann halt so ein bebaubarer Bereich und hier konnte man nicht bauen und das ist jetzt, glaube ich, auch aufgehoben. Es ist ja mega. Weil dieser Bereich eignet sich ja mega gut für ein Gehege. Und da habe ich mich immer geärgert, dass es nicht geht, hier zu bauen. Weil der einfach schon perfekt ist. Der ist abgesenkt und sieht auch schon wie ein Gehege aus. Ist das Hammer. Ich glaube, ich deinstalliere nochmal schnell die Mod und dann zeige ich euch mal den Unterschied. Merkt euch mal diese Stelle hier. Mir ist gerade mal aufgefallen, ich brauche die ja nicht mal deinstallieren. Ich kann einfach hier das Ganze auf normal ändern. Das ist echt mega praktisch, dass man das auch noch auswählen kann. Finde ich richtig gut gelöst. Und jetzt schauen wir uns das mal an, wie es... Ja, hier ist nämlich die Parkbegrenzung. Also hier hatten wir gerade gebaut, das ist genau der Bereich. Und jetzt können wir halt nicht bauen. Jetzt endet das Ganze halt hier. Das ist schon mega praktisch. Und hier seht ihr, wie viele Parkbegrenzungen hier drin sind. Diese ganzen Berge und alles. Da kann man überall nicht bauen. Und wir konnten ja sogar teilweise von hier noch drauf bauen. Das ist echt insane. Also jetzt können wir hier gar nichts ändern. Die Mod ist einfach mega. Ich freue mich gerade richtig, dass die draußen ist für das Spiel. Weil guckt euch das an. Das kann man hier alles nicht bearbeiten. Und mit dieser Mod geht's halt einfach. Hab sie jetzt übrigens wieder eingestellt, das Ganze auf der Karte. Jetzt wird das hier nämlich nicht funktionieren. Ah, das ist so gut. Kann man hier eigentlich auch die Begrenzung sehen? Oh ja, die kann man sogar sehen. Also ihr seht schon, das ist richtig cool. Das ist halt ein viel größeres Viereck. Und all diese Zwischenbereiche sind halt jetzt auch bebaubar. Sogar hier unten. Oh mein Gott. Da kommt die Kamera ja nicht mal hinterher. So tief unten, wie das ist. Könnte ich jetzt hier echt was hinbauen? Könnte ich hier jetzt Dinosaurier rein theoretisch freilassen? Wäre mega krass. Baue ich mal hier so ein Dingszentrum hin. Und dann brauchen wir auch noch weitere Gebäude, ne? Könnte ich dann auch hier hoch machen. Ich wünsche mir übrigens auch noch eine Mod, dass man sich diesen ganzen Krams hier sparen kann. Dass ich hier einfach auf Ausbrüten klicken kann. Weil das ist halt echt nervig. Ich muss jetzt erstmal noch Personal und so einstellen. Und ja, Leute, das funktioniert. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen verbuggt hier, weil ich das komisch platziert habe im Wasser. Aber es geht jetzt ja nur um die Funktion, dass man hier unten jetzt einfach bauen kann und Dinosaurier freilassen kann. Das ist echt der Hammer.
würde sagen, wir schauen uns jetzt noch mal ein bisschen die anderen Karten an. Weil bei dieser Karte ist es natürlich schon mal krass, ne? Man kann hier überall hinbauen. Auf dieser Karte wollte ich einmal ausprobieren, ob man die Möglichkeit hat, beim Flughafen jetzt zu bauen. Weil hier ist ja schön so eine bisschen Hintergrunddeko. Das sieht fast so aus. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Das heißt, man könnte hier wirklich so einen Flughafenpark bauen. Dass hier so direkt Gehege und sowas sind. Das ist ja mega gut. Ich glaube, ich kann aber nicht alles bebauen hier. Nee, okay. Nur so ein Teil der Landebahn. Aber das ist ja auch schon nicht schlecht. Aber krass, ne? Der Platz ist einfach so riesig jetzt. Genauso habe ich es mir immer gewünscht. Oh mein Gott, das ist so cool. Ich freue mich gerade mega über diese Mod. Aber wäre cool gewesen, hätte man hier alles bebauen können. Dann hätte man so einen richtigen Flughafenpark bauen können. So ein paar Karten gucke ich mir noch mit euch gemeinsam an, aber nicht mehr alle. Weil da gibt es mit dieser Mod bestimmt richtig viel jetzt zu entdecken. Und neue Sachen. Aber San Diego finde ich interessant, weil da halt diese Stadt im Hintergrund ist. Aber ich glaube, die ist schon zu weit weg. Hier ist sogar so ein Hafen. Na okay, aber hier ist Ende. Hätte mich aber auch gewundert, hätten wir bis da hinten gekonnt. Das ist trotzdem krass, ne? Müssen wir überlegen, ne? Es geht jetzt bis hier. Und vorher war die Begrenzung hier. Das ist Wahnsinn. Und das müsst ihr halt bedenken, das geht in alle Richtungen so viel weiter. Das ist so krass. Oh mein Gott. Ich feiere diese Mod so sehr. Am Strand können wir bestimmt jetzt auch bauen. Wir können sogar ins Wasser wieder reinbauen. Ist das cool. Das heißt, wir könnten sogar vielleicht hier wieder das Wasser und so austricksen. Das ging ja schon in JW1. Wollen wir das mal schnell testen? Ich speichere jetzt nämlich gleich einmal und lade neu. Und dann gucken wir mal, ob hier sich das Meer auffüllt. Und das Meer füllt sich auf. Wie gut ist das denn? Das heißt, man könnte hier sogar das Meer noch viel weiter in die Karte reinführen oder hier alles mit Meer bedecken. Also das Ganze hier alles absenken. Dann wäre hier überall Meer und dann könnte man so einen Inselpark bauen mit so ein paar Inseln und sowas. Und das sieht auch alles so schön hier aus. Oh, mir kommen gerade so viele Ideen. Das ist so cool mit dieser Mod. So, eine letzte Karte gucken wir uns noch an, nämlich Isla Sorna. Hier gibt es ja auch viele Easter Eggs, die außerhalb der Parkbegrenzung waren. Nämlich hier einmal das Airfield, wo dann der Spino angegriffen hat. Das sieht so aus, als wenn man hier komplett bebauen kann alles. Oh, ist das cool. Man könnte jetzt rein theoretisch ein Spino-Gehege bauen. Auf dem Airfield von dem Film. Boah, ist das krass. Ich glaube, hier lasse ich gleich mal ein Spino frei. Das ist ja mega gut. Hier ist dann ja auch noch das abgestürzte Flugzeug. Und da hinten gibt es ja auch noch mehr Sachen. Mal gucken, ob wir da auch noch hinkommen. Hier ist dann auch diese Anlage. Oh, da können wir halt auch hin. Oh mein Gott. Alter, das ist gut. Ich kann sogar in dieser verlassenen Anlage bauen. Okay, hier geht's auch bis genau dahin. Krass. Mit zum Aviarium kommen wir dann nicht. Da hinten ist ja noch dieses Aviarium. Haben wir uns ja auch schon angeguckt. Da kommen wir leider nicht hin. Aber ist schon krass, dass man hier in dieser verlassenen Anlage bauen kann. Und auch auf dem Airfield. Aber es gibt auf den anderen Karten sicherlich auch noch viele interessante Orte zu entdecken. Ich würde sagen, wir lassen mal jetzt hier eben einen Spino frei. Würde mich mal mega interessieren, wie das dann aussieht. Da kommt er. Und das ist jetzt einfach wie im Film. Wie im dritten Teil von Jurassic Park. Oh mein Gott. Das ist so cool. Einfach der Spinosaurus hier am Airfield. Oh, der ist aber ein bisschen im Boden drin. Da müsste man wahrscheinlich nochmal das Land ein bisschen anheben darunter. Aber das sieht schon heftig aus. Mega gut. Ich habe übrigens unsichtbare Zäune drum gebaut, damit er nicht wegläuft. Nicht, dass ihr euch wundert.
Deswegen läuft er so verwirrt im Kreis. Aber ist schon heftig, ne, dass man das machen kann. Und dann da hinten einfach noch das abgestürzte Flugzeug. Das ist so cool. Soll ich es mal noch ein bisschen anheben eben? Gucken, ob wir es hinbekommen, dass es perfekt ist. Mal schauen, da bin ich gespannt. Ja, da muss man es dann ja natürlich perfekt machen, sodass es nicht durchschimmert. Aber so passt es schon fast. Dann müsste man hier wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen anpinseln, damit nicht so viel Gras durchschimmert. Aber das sind dann alles die Feinheiten, das kann man dann nochmal machen. Es geht jetzt gerade ein bisschen nur ums Testen. Ist schon krass, ne? Einfach der Spinosaurus hier an diesem abgelegenen Airfield. Und ich würde sagen, mit diesem tollen Bild beende ich jetzt auch das Video. Ich denke, ihr habt ganz gut gesehen, was diese Mod kann und wie cool diese Mod ist. Sie ist natürlich für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne vorbei, probiert sie selber aus. Und falls euch dieses Video gefallen haben sollte, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.